Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal die beste Wünsche auch an die neue Wirtschaftsministerin. Ich sehe sie gerade nicht, aber ich denke, sie ist anwesend. Frau Zypris, alles Gute für Ihr neues Amt. Wir haben heute CETA erneut auf der Tagesordnung, weil dies die letzte Gelegenheit ist zu einer Aussprache vor der Abstimmung über CETA im Europaparlament. Sie wollen, dass die Vereinbarung angewendet wird, bevor die Nationalstaaten entschieden haben. Das wollen wir mit unserem Antrag verhindern. Unsere inhaltlichen Vorbehalte gegen CETA, übrigens auch die Vorbehalte vieler Sozialdemokraten, vieler Kommunalpolitiker der Union, vieler Verbände, Gewerkschaften und weiter Teile der Öffentlichkeit, sind keinesfalls bisher ausgeräumt worden. Im Gegenteil. Sie kritisieren wie wir, ich sage es noch mal, auch die Sozialdemokraten in Ihrer Partei, sehr viele, dass mit CETA Konzernsonderrechte zementiert werden, anstatt sie zwischen entwickelten Rechtsstaaten abzuschaffen, dass die Begriffe faire und gerechte Behandlung und indirekte Enteignung weiter im Vertrag stehen, obwohl auch den Sozialdemokraten was anderes versprochen wurde, dass es eben keine Sanktionsmechanismus bei Verstößen gegen Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards gibt. Und sie kritisieren, dass weiterhin die öffentliche Daseinsvorsorge nicht umfassend ausgenommen wurde. Und sie kritisieren, wie es in einer Studie von Nettersheim heißt, und jetzt zitiere ich, dass Right to Regulate nur innerhalb der Liberalisierungsstrukturen von CETA wahrgenommen werden kann. Deshalb kann der Staat eben nicht mehr frei Regeln im Sinne des Allgemeinwohls setzen. Die sozialdemokratische Regierung der Wallonie, meine Damen und Herren, das wissen Sie alle, die tapfer Widerstand leistete, wurde massiv unter Druck gesetzt und von einem Mitglied der EU-Kommission als Kommunisten diffamiert. Nur mit List und Tücke wurde der Widerstand auch der SPD-Mitglieder ausgebremst. Jetzt allerdings wird es wirklich geschmacklos, meine Damen und Herren, den Widerstand gegen CETA dadurch brechen zu wollen, dass man CETA-Gegner und damit auch Teile der eigenen Partei in einen Topf wirft mit Trump, wie es gestern hier in dieser Debatte geschehen ist. Das ist eine ganz üble Entgleisung und bedarf eigentlich einer Entschuldigung, meine Damen und Herren. Sie diffamieren damit Teile Ihrer eigenen Partei gleich mit, wenn Sie das durchgehen lassen. Ich weiß nicht, wie Sie das eigentlich vor denen rechtfertigen wollen, die im Europaparlament in den Ausschüssen gegen CETA gestimmt haben. Sind die dann auch für Trump oder wie? So einen Unfug habe ich selten im Parlament gehört von dem Genossen Heil wie gestern. Meine Damen und Herren, diese Rhetorik vergiftet die politische Debatte. Ihr einziger Sinn besteht darin, den politischen Gegner zu diffamieren und sich damit von inhaltlicher Argumentation zu entziehen. Das ist nicht in Ordnung. Meine Damen und Herren, die Positionierung der Zivilgesellschaft, auch der Mitglieder Ihrer Partei und vieler politischen Akteure, ist kein Protektionismus à la Trump. Selbstverständlich sind wir für Handel. Und selbstverständlich sind wir für fairen Handel. Aber der sogenannte Freihandel bei CETA ist eben kein fairer Handel. Wodurch zeichnet sich denn fairer Handel aus? Fairer Handel zeichnet sich dadurch aus, dass Regeln geschaffen werden, dass sich in der globalen Konkurrenz eben nicht der Billigste durchsetzt, sondern der mit hohen Sozial- und Umweltstandards. Fairer Handel zeichnet sich dadurch aus, dass bei regionalen regionale Wirtschaftsstrukturen berücksichtigt werden und erhalten bleiben und nicht dem Profitstreben international tätiger Großunternehmen geopfert werden. Und fairer Handel zeichnet sich dadurch aus, dass alle Regionen der Welt eine reale Chance haben für ihre wirtschaftliche Entwicklung und eben nicht dazu gezwungen werden, ihre Märkte zu öffnen, ihre eigenen Wirtschaftsstrukturen damit zu zerstören. Ich weiß, Sie wissen das alles. Und Sie wissen auch selber, dass CETA diesen Anforderungen nicht gerecht wird. Auch die Grundwertekommission der SPD, ich zitiere das, findet, eine Aussetzung des vorläufigen Inkraftsetzens sachlich betrachtet ist nicht erforderlich. Und für einen Akt der politischen Klugheit hält es Ihre Grundwertekommission, wenn die entsprechende vorläufige Anwendung nicht stattfindet. Ihre eigene Grundwertekommission. Meine Damen und Herren, es ist ganz und gar absurd, ein Abkommen in Teilen in Kraft zu setzen, solange erstens die Verfassungsmäßigkeit noch nicht endgültig geklärt ist, solange zweitens erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit mit den Verträgen der EU bestehen und drittens, solange überhaupt nicht klar ist, wie man diese vorläufige Anwendung wieder beenden kann. Und das ist nicht klar, meine Damen und Herren. Nach Ansicht
der EU-Kommission und des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments kann die vorläufige Anwendung nur durch Ratsbeschluss beendet werden. Der Bundeswirtschaftsminister, der frühere, behauptete, dass ein EU-Mitglied die vorläufige Anwendung einseitig beenden kann. Wer hat nun recht? Aha, die entscheiden aber nicht über das, was in der EU passiert. Und Kollege Lemmel, ich glaube, das war ja Ihr Zwischenruf. Wissen Sie, ich weiß ja, ja, dann darf ich heute an Lemmel nichts tun, wenn er nichts gesagt hat. Der Bundeswirtschaftsminister behauptet eben etwas anderes, als die EU letztlich sagt. Und meine Damen und Herren, ich weiß ja, wie es ausgeht. Sie werden den Antrag hier ablehnen. Aber ich sage Ihnen, der Widerstand gegen CETA, der wird weitergehen. Keinesfalls ist die Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten sicher. Selbst im Bundesrat ist eine Mehrheit für CETA offen. Und deshalb sage ich Ihnen, hören Sie mal, das richtet sich an die Sozialdemokraten, auf Ihre Grundwertekommission. Die ist sehr klug. Die sagt, nicht vorläufig anwenden, bevor die offenen Fragen nicht geklärt sind. Es wäre schön, wenn die Sozialdemokratische Partei wenigstens sich ein wenig auf das beziehen könnte, was auch in ihrer Partei diskutiert wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und nun erhält für die Bundesregierung die neue Bundeswirtschaftsministerin das Wort. Bitte schön, Frau Zürkas. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, man muss sich ja fast bedanken für die Chance, wenige Minuten nach der Ernennung schon die erste Rede halten zu dürfen. Und das an diesem Ort, den Frank-Walter Steinmeier gestern so sinngemäß als den Ort der demokratischen Auseinandersetzung bezeichnet hat. Also an einem Ort, wo die Themen diskutiert werden, die die Gesellschaft beschäftigen und wo wir vor allen Dingen über die Lösungen auch diskutieren, über die Gesetze, mit denen wir die Gesellschaft in unserem Sinne gerecht gestalten wollen. Und natürlich machen wir das auch und gerne öfter zum selben Thema, so wie zum Beispiel für CETA. Ich weiß jetzt nicht genau, Sie sehen es mir nach, der wievielte Antrag der Linken zu CETA das heute ist. Ich weiß aber, dass das Bundesverfassungsgericht schon zweimal entschieden hat, dass alles das, was wir mit CETA machen, im Sinne der Verfassung ist. Zuletzt am 7. Dezember letzten Jahres hat der Zweite Senat festgestellt, dass die Bundesregierung die vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Maßnahmen über die Unterzeichnung und auch, Herr Ernst, über die vorläufige Anwendung von CETA korrekt umgesetzt hat. Das heißt, das, was wir machen, ist von der Verfassung abgesegnet. Jetzt können Sie einwenden, das ist ja alles nur ein Eilverfahren. Die Hauptsache steht ja aus. Diesem Urteil, meine Damen und Herren, sehen wir gelassen entgegen. Wir sind der Auffassung, dass mit CETA die demokratischen Rechte nicht beschnitten werden. Vielmehr haben wir mit dem Abkommen jetzt endlich die Chance, einen modernen Investitionsschiedsgerichtshof zu schaffen und damit auch Maßstäbe zu setzen für künftige Handelsverträge. Und in Zeiten, wo in Nordamerika Mauern gebaut werden und mit protektionistischen Schutzzöllen gedroht wird, ist es wichtiger denn je, dass wir Europäer uns einig sind, wir stehen zusammen. Und wir stehen gemeinsam für faire und für offene Handelsbeziehungen. In einer globalisierten Welt, meine Damen und Herren, kann der Bau von Mauern keine Antwort sein. CETA gegenüber bedeutet Fortschritt auf dem Weg zu einer sozialen und nachhaltigen Gestaltung der Globalisierung. Deutschland steht für offene Märkte. Unsere Volkswirtschaft hängt fundamental von den internationalen Vernetzungen und von dem Marktzugang ab, den wir weltweit brauchen. Und wer, wenn nicht wir, muss deshalb für fairen und freien Handel einstehen. Gabriel hat das getan. Und ich denke, es gebührt Sigmar Gabriel wirklich aller Dank dafür, dass er CETA mit neuen Ideen und auch mit großem Engagement fortentwickelt hat zu einem der zu dem fortschrittlichsten Handelsabkommen, das wir je hatten. Applaus
Und natürlich wäre es schön, Herr Ernst, wenn wir es schaffen könnten, dieses Handelsabkommen für die ganze Welt zu nehmen. Wenn Sie kritisieren, das macht keinen Sinn, weil es auf die ganze Welt angewandt werden muss, wären wir gerne dabei. Aber leider ist es ja der Grund, dass die Welthandelsorganisation so wenig bereit ist, Verhandlungen zu führen mit allen und da wirklich zu Entschlüssen zu kommen, ist ja der Grund dafür, dass wir so viele binationale und multinationale Handelsabkommen jetzt schließen müssen. Und ich denke, CETA ist wirklich das Handelsabkommen, was die richtigen Standards setzt, sowohl bei der Frage der Schiedsgerichte als auch bei der Frage der Beibehaltung der Arbeitnehmerrechte, bei der Wahrung der kulturellen Vielfalt. Wir stellen sicher mit diesem Abkommen, dass wir Maßnahmen zur Gestaltung und zur Organisation der Daseinsvorsorge aufrechterhalten. Es ist klar, dass das Right to Regulate nicht angetastet wird. Und von daher, meine Damen und Herren, finde ich, dass wir mit CETA ein gutes Abkommen haben, dass es ein wichtiges Signal ist gegen Protektionismus. Das Abkommen wurde in einem fairen, offenen Prozess von den Mitgliedstaaten unterzeichnet. Es wird jetzt in einem demokratischen Verfahren weiter behandelt. Es wird von allen nationalen Parlamenten sowie von dem Europäischen Parlament legitimiert und ratifiziert. Und ein solches Abkommen, gerade in diesen international politisch problematischen Zeiten so zu diskreditieren, halte ich nicht für richtig. Ich bedanke mich deshalb bei all denen, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen und sagen, jawohl, wir stehen zu CETA, CETA ist ein gutes Abkommen, CETA wird den Handel zwischen Kanada und Europa verbessern und wir wollen es als Blaupause nehmen für künftige Abkommen. Besten Dank. Eine zeitlich glückliche Fügung macht es möglich, dass, kaum vereidigt, sie schon am Rednerpult gestanden hat, die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Tsipras hier in der Debatte über das CETA-Abkommen, das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada, eine der größten Widersacherinnen von Sigmar Gabriel als Bundeswirtschaftsminister war Katharina Dröge, die Sprecherin, die wettbewerbspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Grünen. Sie darf sich heute erstmals Brigitte Tsipras zuwenden. Ich hoffe, dass wir weiterhin so intensive und kontroverse Debatten miteinander führen können wie mit Ihrem Vorgänger. Jetzt zum Antrag der Linken. Aus meiner Sicht ist es sehr richtig und wichtig, dass wir heute noch mal über das Handelsabkommen CETA diskutieren. Denn wenn das Europaparlament in der nächsten Sitzungswoche über das Abkommen CETA entscheidet und so, wie es jetzt aussieht, auch dem Abkommen zustimmen wird, startet hier in Deutschland dann der Ratifizierungsprozess. Und dann startet ein Prozess, in dem für uns als Parlament weiterhin auch viele Fragen offen sind. Fragen, die wir miteinander versucht haben, in den letzten 3 Jahren zu diskutieren, aber Fragen, auf die wir gerade von Ihnen als diejenigen, die CETA umsetzen wollen, keine Antworten bekommen haben. Fragen, mit denen sich jetzt das Bundesverfassungsgericht im Mai beschäftigen wird oder im Juni, wenn es entscheidet. Zum Beispiel die Frage, was passiert eigentlich, wenn dieses Abkommen abgeschlossen wird? Dann gibt es nämlich Gremien, die den Vertragstext fortentwickeln und verändern können. Gremien, bei denen wir nicht wissen, welche Kompetenzen sie haben. Gremien, wo wir nicht abschließend wissen, wie sie zusammengesetzt sind. Aber Gremien, die gegebenenfalls entscheiden können über die Zukunft dieses Vertrages, ohne dass sichergestellt ist, dass Sie, dass wir als Parlament über dieses Abkommen noch mitentscheiden können. Sowohl im Europaparlament nicht, als auch hier im Deutschen Bundestag. Diese Frage ist offen. Diese Frage haben wir der Bundesregierung zigfach gestellt. Auf diese Frage haben wir bis heute keine Antwort bekommen. Und genau das ist sinnbildlich für Ihren Umgang mit diesem Abkommen. Und deswegen ist es so richtig und wichtig, dass wir im Parlament hier immer wieder dieses Abkommen zum Thema machen. Gleichzeitig ist es aber auch so wichtig, jetzt über die internationale Handelspolitik zu diskutieren, weil sich ja tatsächlich in den letzten Monaten ungeheuer viel in der internationalen Debatte verschoben hat. Und auch damit müssen wir als Parlament uns beschäftigen. Die Wahl von Donald Trump hat zu einer Achsenverschiebung geführt. Seine Ankündigungen, Strafzölle auf ausländische Unternehmen zu verhängen, eine nationalistische Wirtschaftspolitik durchzusetzen, nur noch auf bilaterale Abkommen zu setzen, das Brechen der WTO-Regeln in Kauf zu nehmen und gegebenenfalls auch gezielt eine Schwächung der Europäischen Union zu provozieren. All das sind Herausforderungen, die völlig neu sind. All das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und weshalb jetzt auch ein Innehalten und Nachdenken notwendig wäre.
Doch angesichts dieses Erstarkens des Nationalismus und angesichts dieser Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade stehen, fand ich es umso bedenklicher, wie wir die Debatte gestern zum Jahreswirtschaftsbericht hier im Parlament geführt haben. Fand ich es umso bedenklicher, dass ein ehemaliger Bundeswirtschaftsminister und künftiger Außenminister nichts anderes zu dieser Debatte zu sagen hatte, außer wir machen einfach so weiter wie bisher, wir ziehen CETA durch, wir überlegen noch nicht mal mehr, ob es einen Moment gibt, wo wir analysieren und nachdenken müssen, sondern die Antwort ist einfach nur, ich hatte recht, so wie ich es immer schon gemacht habe, und all diejenigen, die das nicht sehen, sind entweder auf der Seite von Donald Trump oder noch schlimmer, verstehen einfach nicht, was Sigmar Gabriel sich da Geniales gedacht hat. Und gerade diese Art ist jetzt nicht angemessen. Gerade jetzt wäre es wichtig, innezuhalten und zu schauen, was ist da in den USA eigentlich gerade passiert. Und wenn wir die Debatte in den USA beobachten, dann sehen wir, dass es da ein Zerrbild gibt zwischen einer unregulierten Globalisierung auf der einen Seite und zwischen Donald Trump, der sagt, wir machen die Grenzen dicht. Ich verspreche euch, wenn ich die Grenzen schließe, dann bleiben die Jobs hier im Land und dann werde ich hier die Jobs sichern. Und genau diese Verkürzung, dieses Schwarz-Weiß, dieses Zerrbild ist es, das, was das Problem in der Gesellschaft provoziert. Genau dieses Zerrbild ist es, was die Rechten, was die Nationalisten erst stark macht. Und deshalb ist es so wichtig, eine Debatte zu führen, die Alternativen aufzeigt. Eine Debatte zu führen, die zeigt, wie eine faire Handelspolitik aussieht. Und genau dazu hätten Sie hier die Chance, wenn Sie einmal nachdenken würden, wenn Sie jetzt CETA zum Anlass nehmen würden, gerade mit den Kanadiern, mit einer neuen kanadischen Regierung, die durchaus näher an uns ist als Ihre Vorgängerregierung, zu sagen, wir zeigen jetzt der Welt als Europa, wie ein gutes Abkommen aussieht. Das wäre Ihre Aufgabe. Sie könnten sagen, als Antwort auf Donald Trump, der die ganze fortschrittliche Finanzmarktregulierung der letzten Jahre zurückdrehen will, wir setzen uns mit Kanada mal ein für gute Regeln für Finanzmärkte. Steht im Abkommen aber nicht drin. Sie könnten sagen, als Antwort auf May, als Antwort auf Trump, die sagen, wir wollen Steuerdumping machen, könnten Sie sagen, wir vereinbaren uns mit Kanada mal zu guten Plänen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Steht im Abkommen aber nicht drin. Sie könnten sagen... Halt, haben Sie... ganz Sekunde. Ach so, Entschuldigung. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Ernst? Klar. Das ist übrigens meine erste Zwischenfrage überhaupt in diesem Parlament. Voll cool. Ja, es ist manchmal so schwierig, bei Ihnen dazwischen zu kommen. Kollegin Dröge, das liegt daran, die anderen trauen sich nicht. Ich hätte folgende Frage an Sie. Sie haben ja von neuen Aspekten gesprochen. Ja. Jetzt haben wir ja den Fakt, die Amerikaner, der Trump schottet sein Land ab. Das heißt, der Handel der Europäer mit den Amerikanern wird eher schwieriger werden. Gleichzeitig ist es in dem CETA-Abkommen so, dass die Amerikaner, die Dependancen in Kanada haben, dieses Abkommen nützen können. Also die Amerikaner können den Vorteil des Abkommens nützen, aber durch die Abschottung der Amerikaner können die Europäer nicht gegenüber den Amerikanern sozusagen die Vorteile, die Sie immer erwähnen, nützen. Würden Sie aus Ihrer Sicht mir zustimmen, dass auch das schon ein Grund allein wäre, dass man die vorläufige Anwendung nicht macht und abwartet, was da eigentlich passiert? Also, sehr geehrter Herr Kollege Ernst, wir sind uns einig in der Sache, dass wir die vorläufige Anwendung dieses Abkommens stoppen wollen, aus vielen Gründen, aus vielen inhaltlichen Gründen, die wir hier im Parlament miteinander diskutiert haben. Hinsichtlich der Frage des Verhältnisses zwischen den USA und Kanada steht, glaube ich, auch die kanadischen Kolleginnen und Kollegen vor vielen Fragen, vor vielen Herausforderungen, weil Trump ja auch angekündigt hat, dass er das Freihandelsabkommen NAFTA noch mal auf den Prüfstand stellen wird. Und was das für die Kanadier bedeutet, das werden die jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten erst mal sehen, und was das dann im Umkehrschluss auch wiederum für ein mögliches Abkommen mit der Europäischen Union und Kanada bedeutet. Auch das kann man jetzt nicht abschließend beurteilen. So, deswegen müssen wir darauf abwarten, müssen wir schauen, was passiert. Aber gerade deshalb, weil auch die Kanadier jetzt vor dieser Herausforderung stehen, dass gegebenenfalls NAFTA als Freihandelsabkommen, was für sie durchaus Nachteile hatte, aber natürlich auch wirtschaftliche Vorteile hatte, zur Debatte steht. Gerade jetzt ist so ein wichtiger Zeitpunkt, um eben mit den Kanadiern zu sprechen, nochmal darüber, wie ein gutes Abkommen aussehen könnte. Gerade jetzt ist eben die Gelegenheit auch da zu sagen, wir machen nochmal einen Neustart in den Gesprächen mit den Kanadiern und reden noch mal darüber, ob wir es nicht schaffen, ein vorbildliches Abkommen mit guten Regeln und gerade auch ohne die Schiedsgerichte, die Sie ja implizit mit Ihrer Frage auch gemeint haben, in einem Abkommen zu verankern. Gerade so etwas zu tun, das wäre jetzt die Chance, und dass da die Bundesregierung überhaupt nichts für tut, dass sie einfach nur sagt, wir machen die Augen zu, wir ziehen CETA durch. Genau das ist das Problem und das müssen wir jetzt thematisieren.
Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich kann wirklich nur an Sie appellieren. Wir haben jetzt eine Verpflichtung, nachzudenken, innezuhalten, alle miteinander in eine vernünftige parlamentarische Debatte einzusteigen. Dieses einfache Schuldzuweisung und Augen zu, das wird nicht funktionieren. Aus unserer Sicht bieten wir Ihnen da auch eine Zusammenarbeit an. Trauen Sie sich einfach, haben Sie den Mut, jetzt nicht noch mal durchzuzwingen, was Sie die ganze Zeit... Ich weiß, dass Sie Schwierigkeiten haben, das mit der CDU durchzusetzen. Da ist nur leider noch weniger Erkenntnis als bei Ihnen. Deswegen appelliere ich an Sie, weil Sie haben Teile in Ihrer Fraktion, die jetzt schon im Europäischen Handelsausschuss gesagt haben, auch hier im Parlament gesagt haben, ihr erkennt wenigstens einen Teil unserer Kritik an. Das ist bei der CDU noch deutlich schwieriger. Aber wenn wir gemeinsam handeln würden, wenn wir gemeinsam sagen würden, wir wagen jetzt den Neustart, statt wie Herr Gabriel das gestern leider gemacht hat und auch Herr Heil es gemacht hat, zu sagen, alle, die jetzt CETA kritisieren, stellen sich auf die Seite von Trump. Wenn Sie damit aufhören würden, sondern sagen würden, wir nutzen gemeinsam die Chance für eine faire Handelspolitik und beweisen den Menschen, dass das geht, dass Globalisierung Gewinner erzeugt, wenn sie fair ausgestaltet ist, und zwar für alle Menschen in diesem Land und sowohl für die Umwelt als auch für die Unternehmen, dann wäre das eine Riesenchance und dann wäre das eine großartige Antwort auf den erstarkenden Nationalismus. Katharina Dröge für Bündnis 90 Grüne in der Debatte zu einem Antrag der Linksfraktion über das CETA-Abkommen. Und wie sie eingangs sagte, auch mit der neuen Wirtschaftsministerin wird sie die Debatte suchen. Jetzt Claudia Roth. Andreas Lemmel für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, schönen guten Tag, Frau Präsidentin. Frau Ministerin Tsipras, für Sie herzlichen Glückwunsch zur Ernennung. Wir sind uns ja nicht fremd. Wir arbeiten ja schon die ganzen Jahre mit Ihnen gut zusammen, als Sie praktisch noch als Staatssekretärin auch im Amt war. Also ich hoffe, wir werden noch die restlichen 8 Monate eine fruchtbare Zeit für die deutsche Wirtschaftspolitik haben. Ja, Frau Dröge, gestern hat Ihr Spitzenkandidat, der Herr Özdemir, sich als großer Kämpfer für Handelspolitik dargestellt. Heute haben Sie im Prinzip den Rückfall, die Wendung nach hinten wieder vollzogen. Und im Prinzip sind Sie genau in das Muster gefallen, was Sie seit Monaten eigentlich hier bieten. Und Sie müssen sich doch mal Ihre Argumente mal selbst auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben eigentlich die Begründung dafür, dass wir CETA jetzt schnellstmöglichst abschließen sollten, die haben Sie eigentlich selbst geliefert. Denn CETA ist das modernste Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Es ist weltweit das modernste Abkommen, welches es überhaupt gibt. Und wenn Sie sagen, NAFTA ist also das Abkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko, das ist fast 30 Jahre alt. Und da hat CETA, ist da meilenweit voran gegenüber dem, was das NAFTA-Abkommen enthält. Und alle Themen, die im Prinzip hier in dem Hause diskutiert worden sind, die draußen in der Zivilgesellschaft diskutiert worden sind, die auf den Großdemonstrationen, die Sie ja im Wesentlichen mit angeführt haben, Linksgrün, sind aufgenommen worden, sind verhandelt worden. Und der Wirtschaftsminister hat, ich glaube, misstrauisch beäugt von den anderen europäischen Partnern, denn es ist ja kein deutsches Abkommen. Es ist ja ein europäisches Abkommen. Hat der Wirtschaftsminister viele Dinge noch durchsetzen können, die man vor einem Dreivierteljahr vielleicht überhaupt nicht erkennen konnte? Also ich kann Ihre Kritik überhaupt nicht verstehen. Im Gegenteil, wenn Sie sagen, wir brauchen ein modernes Abkommen, heißt das jetzt in Kraft setzen. Und das hat vor allem auch einen enorm hohen symbolischen Wert, dass wir in dieser Zeit, die Sie ja auch beschrieben haben, mit einem US-Präsident, der sozusagen Handelsabkommen mit dem Federstrich beendet und seine ganzen Partner ohne Probleme vor den Kopf stößt. Genau in dieser Zeit ist es doch wichtig, dass wir uns bekennen zu einem Handel, zu fairen Konditionen, genau wie Sie es gesagt haben. Und da ist CETA die beste Basis dafür. Und vor allen Dingen zeigt es eben, dass Europa auch handlungsfähig ist, meine Damen und Herren. Und ich will mal so sagen, Sie verwechseln immer oder Sie sagen auch nie, dass die Diskussion in anderen europäischen Ländern ganz anders verläuft. Dass wir hier als Deutschland sozusagen als Bremser im Bremserhäuschen sitzen, anstatt als Lokomotive vorneweg zu fahren. Und das ist doch das Problem. Also man kann nur sagen, das, was Sie jetzt hier machen, spielt natürlich allen diesen Leuten in die Hände, die sowieso europafeindlich eingestellt sind, die gegen die Globalisierung eingestellt sind. Genau das Spiel machen Sie mit. Und Frau Dröge, damit werden Sie letztendlich keinen Beitrag zur Entwicklung auch der Wirtschaftspolitik in Deutschland leisten können. Und man muss noch mal sagen, wenn das alles so schön wäre,
dass man sagt, was der Herr Ernst ja immer verkündet, wir brauchen weltweite Abkommen. Natürlich wäre das schön. Aber jeder, der die Verhältnisse in der WTO kennt, weiß, dass schon seit Jahren in der WTO kaum ein Millimeter Fortschritt zu erzielen ist, weil zum Beispiel Länder wie Indien immer auf der Bremse stehen, Russland auf der Bremse gestanden hat. Und wenn man eben kein weltweites Abkommen zustande kriegt, in der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, als ein modernes Abkommen, dann müssen wir eben versuchen, über bilaterale Abkommen erstmal einen Schritt weiterzukommen. Das Zweite, das hatte ich auch gestern schon gesagt, hier vor dem Plenum, es läuft im Moment der G20-Prozess. Deutschland hat die Präsidentschaft für die G20. Und ein Kernpunkt der G20-Präsidentschaft ist die Diskussion über die Chancen und die Risiken der Globalisierung. Und auch genau dieser Punkt passt sozusagen genau ins Bild, denn man weiß ja überhaupt gar nicht, was Herr Trump eigentlich bewegt oder was er vorhat. Also will er jetzt sozusagen, was er im Moment macht, sich völlig abschotten, Mauern bauen, Handelsabkommen beenden, will er sozusagen in seinem eigenen Safte weiterschmoren oder gelten eigentlich überhaupt keine Absprachen mehr, die in den letzten Jahrzehnten gemacht worden sind. Und deswegen ist dieser G20-Prozess, glaube ich, eines der im Moment wichtigsten Diskussionsprozesse, wo auch letztendlich die amerikanische Politik sich bekennen muss zu klaren Aussagen. Wollen wir weiterhin freien Handel in der Welt haben? Wollen wir Handelsschranken weiterhin abbauen? Wollen wir zu modernen Handelsabkommen kommen, damit die Globalisierung im Prinzip den Wohlstandszuwachs der letzten Jahrzehnte, dass der auch in der Welt weitergehen kann? Das sind doch die grundsätzlichen Fragen. Und deswegen kann ich nur sagen, die Gerichte in Deutschland haben erst mal entschieden. Das haben die Anträge der Linken, auch die Eilanträge abgewiesen. Das heißt, der Weg ist jetzt erstmal frei. Dann muss das Ratifizierungsgesetz eingebracht werden. Und innerhalb dieses Ratifizierungsprozesses haben wir noch so viele Stunden Zeit, über all die Dinge zu diskutieren. Die Linken werden den 150. Antrag schreiben, der ja immer gleich ist. Es gab auch kein einziges neues Argument von Ihnen, Herr Ernst. Es ist so, das, was Sie seit 5 Jahren hier erzählen, führen Sie nur weiter. Und wenn man sich Ihren Antrag mal anguckt, da steht immer nur können, möglicherweise können. Also es ist im Prinzip auch nur ein können Antrag. Aber Sie können es eben nicht richtig, das ist das Problem. Und deswegen muss man sagen, die Dinge, die substanziell waren in der politischen Diskussion zu CETA, sind aufgenommen worden. Vieles ist untergebracht worden in dem Abkommen und insofern kann ich nur darauf verweisen, im Ratifizierungsprozess können wir uns lange genug wieder darüber unterhalten. Ich finde Ihren Antrag, der war heute überflüssig und wir werden natürlich auch dem Antrag nicht zustimmen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Andreas Lemmel war das hier in der Aussprache zum Freihandelsabkommen CETA. Und Sie sehen es bei uns in der Vorschau. Wir erwarten gleich eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt mit dem französischen Präsidenten Hollande, der heute zu Gast ist. Und da werden wir natürlich, sobald es dort losgeht, live hinschalten. Solange aber hier weiter in der Aussprache, jetzt mit Hans-Jörg Durz für die CDU-CSU-Fraktion. Antrag zu CETA beraten. Heute versuchen die Linken wieder, diesmal mit juristischer Argumentation das Abkommen in irgendeiner Weise zu bremsen, zu verhindern. Aber der vorliegende Antrag, in dem die Konformität der vorläufigen Anwendung von CETA in Frage gestellt wird, steht im Widerspruch zum Bundesverfassungsgericht. Das ist auch erwähnt worden. Der Zweite Senat hat vor kurzem eindeutig festgestellt, dass die Bundesregierung die vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Maßgaben vor der Zustimmung zur vorläufigen Anwendung von CETA umgesetzt hat. Weder hat die Bundesregierung einer vorläufigen Anwendung von CETA in bestimmten Sachgebieten wie Investitionsschutz, Portfolioinvestitionen, Anerkennung von Berufsqualifikationen oder dem Arbeitsschutz zugestimmt, noch hegt das Bundesverfassungsgericht Zweifel an der Möglichkeit Deutschlands gemäß Artikel 30 des Vertrages, die vorläufige Anwendung von CETA einseitig zu beenden. Die Bundesregierung habe diese Erklärung in völkerrechtlich erheblicher Weise abgegeben und eindeutig notifiziert. Dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen.
Das Freihandelsabkommen CETA hat in dieser Woche eine weitere wichtige Hürde genommen. Der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments stimmte mit großer Mehrheit für den Vertrag und hat damit den Weg zur Verabschiedung von CETA im Europäischen Parlament im kommenden Monat freigemacht. Das sind gute Nachrichten für den freien Handel und gute Nachrichten für die wirtschaftliche Entwicklung. Mit CETA liegt ein exzellentes Freihandelsabkommen auf dem Tisch. CETA wird bestehende Handelshemmnisse spürbar reduzieren, indem Zölle für Industriegüter umfassend abgebaut und der Marktzugang im Bereich der öffentlichen Beschaffung verbessert wird. Es bekräftigt soziale und ökologische Standards und schützt europäische und kanadische Eigenheiten und Errungenschaften. Es stellt sicher, dass wir Maßnahmen zur Gestaltung und Organisation der Daseinsvorsorge und zur Regulierung in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales, Wasserversorgung, Kultur und Medien auch zukünftig in unverändertem Umfang ergreifen können. Und CETA wird anstelle der traditionellen Schiedsgerichte mit Schiedsrichtern erstmals die Einrichtung eines Investitionsgerichts vorsehen, dessen Richter von den CETA-Vertragsparteien ernannt werden. Es ist transparent. Und es gibt eine Berufungsinstanz. All das zeigt, CETA setzt Maßstäbe dafür, wie internationaler Handel, wie Globalisierung nachhaltig und fair gestaltet werden kann. Wir brauchen CETA, aber auch, weil wir wissen, welche überragende Bedeutung offene Märkte und freier Handel gerade für uns in Deutschland haben. Gestern haben wir hier im Parlament den Jahreswirtschaftsbericht und die herausragende Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt debattiert. Wir wissen, jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt am Export. Ohne den Zugang zu internationalen Märkten fiele das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland um gut 50% niedriger aus und unsere Exportquote lag 2015 bei 46,9% des Bruttoinlandsprodukts. Diese Zahlen zeigen, der internationale Handel ist Grundlage unseres Wohlstands. Und angesichts dessen muss es in unserem ureigensten Interesse liegen, erfolgreichen Außenhandel voranzutreiben. Neben mit ausgewogenen Freihandelsabkommen verbessern wir die Marktzugangsmöglichkeiten, schaffen Rechtssicherheit in den internationalen Handelsbeziehungen und ermöglichen es auch, die Gestaltung internationaler Handelsregeln zu prägen. Die Entwicklungen in der Welt deuten aktuell aber in eine andere, in eine besorgniserregende Richtung. Wir beobachten einen zunehmenden Rückzug ins nationale Freihandelsgerät unter Druck, was vor kurzem noch undenkbar schien. Sowohl in Im Bundeskanzleramt beginnt in diesem Moment die. Ja, währenddessen diskutiert hier das Plenum über einen Antrag der Linksfraktion. Es geht um das Freihandelsabkommen CETA. Und das hat ja gerade in dieser Woche am Dienstag eine wichtige Hürde genommen, nämlich der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments. Der hat CETA zugestimmt. Im Februar wird dann das EU-Parlament darüber abstimmen. Dann wird CETA vorläufig in Teilen in Kraft treten können, allerdings noch nicht vollständig, denn Teile müssen ja auch von allen nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten noch ratifiziert werden. Und das kann sich noch einige Jahre hinziehen. Deswegen fordert die Linke hier die Bundesregierung auf, dieses Abkommen doch aufzuhalten. Wir hören in die Debatte rein. Es spricht jetzt Bernd Westphal für die SPD. Im völkerrechtlich erheblicher Weise abgegeben. Und die juristischen Dienste der Kommission und auch des Europäischen Parlaments gehen auch davon aus, dass das Investitionsschutzsystem, wie in CETA vorgeschlagen, EU-rechtskonform ist. Also klare juristische Bewertung, die zu einem anderen Ergebnis kommen als das, was Sie mit Ihrem Antrag hier wollen. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon am 13. Oktober 2016 CETA behandelt und klargestellt, dass die Bundesregierung CETA im Rat zustimmen und auch die vorläufige Anwendung sich dafür aussprechen kann. Also auch weiterhin Eilanträge, die vor dem Bundesverfassungsgericht jetzt vor zwei Wochen verhandelt wurden, blieben erfolglos. Der Antragsteller klagte erneut gegen die vorläufige Anwendung und hatten damit keinen Erfolg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Deutsche Bundestag gab am 22. September 2016 namentliche Abstimmung über den CETA-Vertragstext hier auch debattiert. In der Plenardebatte
wurde die Notwendigkeit für Handelsabkommen nochmals unterstrichen und auch das, was es der Weltwirtschaft dementsprechend an Bereicherung gibt und auch die Standards, die dort definiert wurden. Und inzwischen haben 4 Ausschüsse des Europaparlaments sich mit CETA befasst und auch beraten. Und die Zustimmung des Europaparlaments steht kurz bevor und ist Voraussetzung für die Ratifizierung. Am 15. Februar wird das Parlament sich damit beschäftigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns als SPD immer für fortschrittliche und faire Handelsabkommen ausgesprochen. Gerade Sigmar Gabriel hat auf europäischer, wie aber auch mit der kanadischen Seite, mit Politik auf wirklich höchstem Niveau eine ganze Reihe in einen ausgehandelten Text an Verbesserungen einbringen können. Wir haben immer gesagt, dass wir mit globalem Handel nicht nur frei, sondern auch faire Bedingungen wollen. Und genau diese sind hier verankert. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, Märkte sind wie Fallschirme. Sie funktionieren, wenn sie offen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen, USA ist einige Mal genannt worden, sind Sie mit Ihrem Antrag auf dem Holzweg und deshalb werden wir den ablehnen. Vielen Dank. Sagt Bernd Westphal, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ihm folgt jetzt hier in der Aussprache am Rednerpult Bärbel Höhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich möchte gerne die Worte von der neuen Wirtschaftsministerin Tsipras aufgreifen, dass hier der Ort der Auseinandersetzung ist. Und die sollten wir hier auch führen. Und die können wir gerade angesichts der Wahl in den USA, was Trump dort mit Protektionismus und Nationalismus jetzt vorantreibt, können wir sie gerade viel weiter auffassen als nur zu CETA. Und da möchte ich Sie insbesondere auch von der SPD noch mal bitten, sich genau zu überlegen, was Sie im letzten Herbst im Konvent beschlossen haben. Da haben Sie nämlich einer Ihrer Punkte war, dass Sie gesagt haben, das Europaparlament soll ganz intensiv über diese Verträge noch mal diskutieren. Das ist nicht passiert. Im Handelsausschuss haben die Grünen einen Antrag gestellt, zu sagen, lass uns so lange, wie wir noch nicht mal wissen, wie das Europaparlament eingebunden ist, ob sie überhaupt einen Platz bekommt in dem Joint Committee, wo ganz wichtige Entscheidungen gefällt werden, wo die Annexe des Vertrages verändert werden können, wo wir noch nicht mal wissen, ob wir da einen Platz bekommen, lass uns so lange, wie wir das nicht wissen, diesem Vertrag nicht zustimmen. Ja? Und das wäre richtig, jetzt innezuhalten, nachzudenken und die Wirkung von diesen Handelsverträgen noch mal einmal zu bedenken. Es hat übrigens ja auch Sozialdemokraten gegeben, die deshalb diesem CETA-Vertrag im Handelsausschuss nicht zugestimmt haben. Ja, es hat eine gespaltene Abstimmung gegeben. Und da möchte ich noch mal an Sie appellieren, noch mal innezuhalten und nachzudenken. Ja? Weil in der Tat, wir haben mit der Wahl von Trump, haben wir auch die große Chance, gerade auch mit Kanada, der Welt zu zeigen, dass es anders geht als nationalistisch und mit Mauern zu bauen und mit Protektionismus. Trudeau hat doch diesen Vertrag gar nicht ausgehandelt von CETA. Das war Harper. Ja? Und Trudeau und auch Freeland haben sogar vor der Wahl noch CETA kritisiert. Und selbst Harper hat versucht, noch bei CETA den schlimmen Anteil von Schiedsgerichten zurückzudrängen, weil Kanada unter NAFTA das Land ist, was am meisten verklagt wird. Und 60% dieser Schiedsverfahren gehen gegen Umwelt- und Energiefragen. Ja? So, das heißt, sie wissen, dass sie da negativ betroffen sind und wollten das eigentlich auch vermeiden. So, und deshalb, gerade auch, weil wir gerade die Grüne Woche haben und überlegen müssen, was sind Handelsverträge, haben überhaupt mit der Landwirtschaft zu tun, ja, mit unserem Essen. Da wissen wir alle, CETA wird dazu führen, dass der Druck auf die Schweinebauern hier total wachsen wird und andersrum den Milchmarkt dort in Kanada zerstören wird. Und wollen wir das? Wollen wir, dass immer noch mehr Familienbetriebe von den Bauern hier aufgeben? Das wollen wir nicht. Und deshalb müssen wir diese Wirkung dieser Verträge eben auch sehen. Und deshalb möchte ich auch sagen, wir sollten nicht nur über CETA diskutieren, sondern wir sollten auch über die Handelsverträge zum Beispiel mit Afrika diskutieren. Ja? Denn was da passiert, ist wirklich auch unsinnig. Der Landwirtschaftsminister sorgt dafür, dass ganz viel Fleisch und Milch billig nach Afrika exportiert wird. Dort gehen die Märkte kaputt und danach kommen die Menschen, weil sie keine Perspektive mehr haben, hier als Flüchtlinge hierher. Das alles hängt zusammen, meine Damen und Herren. Und es ist unsinnig, dass das Landwirtschaftsministerium
Landwirtschaftsministerium wahnsinnige Mittel ausgibt, damit das Entwicklungsministerium dann versucht, noch ein bisschen was zu tun mit seinem Marshallplan. Machen Sie endlich eine vernünftige Politik, eine ganzheitliche Politik, die das alles beinhaltet. Und Sie können nicht auf der einen Seite in New York die Sustainable Development Goals unterzeichnen und auf der anderen Seite den Klimavertrag in Paris. Und dann machen Sie Handelsverträge, mit denen wir diese Unterzeichnung überhaupt nicht erfüllen können. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Bärbel Höhm. Nächster Redner, Dr. Heribert Hirte für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, und vor allen Dingen, wenn sie noch da wäre, würde ich es persönlich sagen, auch aus meiner Sicht herzliche Glückwünsche an die neue Bundeswirtschaftsministerin. Es freut mich ganz besonders, dass wir ja eine Juristin haben, die sich bei einem solchen juristischen Text und bei solchen juristischen Themen dann auch auskennt und Ihnen eben schon die entsprechenden Punkte dazu gesagt hat. Wir beraten hier über Ihren Antrag ein, ich sage es gleich, angeblich europa- und verfassungsrechtswidriges CETA-Abkommen verhindern. Ehrlich gesagt, der Antrag ist eine Dreistigkeit. Denn Sie sind mit dem Versuch gescheitert, mit einer einstweiligen Anordnung vor dem Bundesverfassungsgericht die Zustimmung der Bundesregierung zur einstweiligen Inkraftsetzung dieses Abkommens zu verhindern. Sie sind nicht nur einmal gescheitert, Sie sind zweimal gescheitert. Denn natürlich hat die Bundesregierung, das war dann der zweite Antrag, die Maßgaben, die es vor einer Zustimmung von Bundeswirtschaftsminister Gabriel vor seiner Zustimmung im Ministerrat für nötig gehalten hat, korrekt umgesetzt. Und jetzt ziehen Sie einen der Punkte, mit denen Sie schon in Karlsruhe gescheitert sind, erneut aus der Tasche, weil der juristische Dienst des Europäischen Parlaments eine abweichende Auffassung von der deutschen Bundesregierung vertritt. Es geht um die Frage, ob die Bundesregierung in dem erstmal völlig unwahrscheinlichen Fall, dass das Bundesverfassungsgericht das Abkommen endgültig als verfassungswidrig ansehen sollte, einseitig kündigen kann. Das sei so der juristische Dienst nicht möglich. Lieber Kollege, es tut wirklich Not, sich dazu einmal anzusehen, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat. Genau damit, wir haben es ansatzweise schon mehrfach gehört, hat sich das Bundesverfassungsgericht in seiner zweiten Entscheidung auseinandergesetzt und hat gesagt, die Bundesregierung hat die Erklärung durch die beiden Schreiben des ständigen Vertreters an den Generalsekretär des Rates und den ständigen Vertreter Kanadas in völkerrechtlich erheblicher Weise abgegeben und notifiziert. Etwaige Zweifel an der Bedeutung dieser Erklärung werden jedenfalls dadurch ausgeräumt, dass die Schreiben des ständigen Vertreters der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union zur Erläuterung der darin enthaltenen Erklärung auf das Urteil des Senats des Bundesverfassungsgerichts verweisen, das hinsichtlich der Erforderlichkeit, die vorläufige Anwendung einseitig beenden zu können, eindeutig ist. So steht es in Textziffer 32. Dr. Hirte, erlauben Sie eine Frage? Er redet die ganze Zeit hier. Jetzt wollte ich noch mal zu Ende reden. Jetzt könnte man natürlich sagen, zwei Juristen, drei Meinungen. Das stimmt hier nicht. Denn wenn tatsächlich der Fall eintreten sollte, dass das Abkommen vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig qualifiziert würde, Deutschland einseitig kündigen würde und die EU das nicht bestätigen würde und dann auch noch der Europäische Gerichtshof die abweichende Auffassung der EU bestätigen würde, wäre die Lage nach unserem Verfassungsrecht völlig eindeutig. Denn wir hätten es mit einem ausbrechenden Rechtsakt zu tun, der von uns nicht zu beachten wäre. Sie bauen hier einen Popanz auf, den es rechtlich nicht gibt. Und das, finde ich, ist ein Unding. Ich empfehle Ihnen, ich habe es Ihnen vorgelesen, Sie sollten die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts lesen. Wir tun das, statt hier Zirkusvorführungen zu machen. Vor allen Dingen führen Sie die Menschen nicht in die Irre. Und dann fragen Sie dann vielleicht eine Zwischenbemerkung an die Kollegin Dröge. Sie fragen nach der Diskussion vor dem Bundesverfassungsgericht, es fehle die Rückbindung der Akte, der Ausschüsse auf unsere Parlamente. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ausführlich in der mündlichen Verhandlung, und wir waren gemeinsam damit dieser Frage befasst, und hat gesagt, ja,
Abkommen werden weiterentwickelt. Denn Texte entwickeln sich weiter. Und der Vorsitzende, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat genau zu diesem Punkt gesagt, auch wir als Richter sagen später etwas anderes, als ich irgendwann einmal in der Historie dazu gedacht haben konnte. Auch das ist Irreführung. Und der zweite Punkt, EuZBWG. Wir werden bei den Ausschüssen bei allen Fragen beteiligt. Das ist schon jetzt so. Da ist keinerlei Handlungsbedarf auf der Seite des Verfassungsrechts, des nationalen Verfassungsrechts. Auch das ist schlicht falsch. Und dann kommen Sie mit dem Argument, mit der Frage, warum wurde das nicht alles vorab mit dem EuGH geklärt? Klar, man kann viele Dinge mit den Gerichten klären. Der entscheidende Punkt ist aber, was darin eigentlich sich offenbart, ist ein falsches Demokratieverständnis. Denn die Gerichte kommen doch erst zum Zuge, wenn wir hier entschieden haben. Und Sie haben eben schon gehört, Herr Westphal war es, glaube ich, der es gesagt hat, Sie hätten doch einen entsprechenden Antrag mit Ihren Freunden im Europäischen Parlament einbringen können. Das haben Sie nicht gemacht. Sie fördern mit solchen Anträgen das Demokratiedefizit, das Sie angeblich beseitigen wollen. Denn wir, die Deutschen, wollen mit Mehrheit Freihandel, weil wir davon leben. Und wir haben über diese Frage x-mal hier, auch das haben wir mehrfach gehört, beraten und entschieden. Diese Mehrheitsentscheidung wollen Sie konterkarieren. Und im Übrigen, Sie wollen, dass das Gericht angerufen wird, der Europäische Gerichtshof. Das Bundesverfassungsgericht, dessen Entscheidung akzeptieren Sie nicht. Würden Sie denn dessen Entscheidung akzeptieren? Auch nicht. Ihnen geht es doch nicht um die Sache. Ich kann nur sagen, die Mehrheit der Bürger unseres Landes und die Mehrheit der Bürger der Europäischen Union, die möchte eine starke Europäische Union, die möchte eine starke, auf Wettbewerb und auf Freiheit gegründete Gemeinschaft. Das ist das, was Sie zerstören. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt erschreckt zu sehen, das muss man am Rande hier einführen, dass dem englischen Parlament gestern ein Gesetz vorgelegt wurde, mit dem die britische Regierung die Erlaubnis zur Stellung des Austrittsantrages aus der EU eingeräumt wird. Und dieses Gesetz umfasst der Entwurf gerade einmal zwei Sätze. Wenn wir eine öffentliche Diskussion brauchen, das ist dann die Frage, ob eine solche Basis in diesem Falle für das englische Parlament reicht. Und wenn wir eine inhaltliche öffentliche Diskussion brauchen, dann ist es nicht die öffentliche Diskussion über Freihandel, sondern über die Kosten des Protektionismus. Das können Sie gerne Ihren englischen Kollegen zurufen. Das Schlimme aber ist, mit solchen Anträgen fördern Sie die Enttäuschung über die Politik und das Misstrauen. Wenn wir es nicht mit Kanada hinkommen, und die Frau Höhn hat es gerade gesagt, Kanada ist ein guter Partner für uns. Mit wem sonst bekommen wir Freihandel hin? Vielleicht mit Nordkorea? Ist das Ihre Vorstellung? Und jetzt zitiere ich, lieber Herr Ernst, wir haben ja öfters zu dieser Frage diskutiert. Ja, wir kommen weiter nach oben. Bei Ihnen ist es unterirdisch. Ich zitiere jetzt Sie von 27. Februar 2015. Ich möchte das Thema, bei dem ich vorhin war, haben Sie gesagt, noch einmal aufgreifen, weil es wirklich sehr wichtig ist. Entstehen in Deutschland und in Europa wirklich Riesenprobleme, wenn wir bei diesem Abkommen, gemeint war TTIP, nicht dabei sind? Ich, haben Sie gesagt, glaube das nicht. Wir werden weiter nach Amerika liefern, weil unsere Produkte dort auch dann verkauft werden, wenn die Standards bei uns höher sind. Und wir werden weiter Produkte von den Amerikanern kaufen. Auf keinen Fall wird ein Arbeitsplatz in Deutschland gefährdet, wenn wir uns hier nicht beteiligen. Heute wissen wir, genau das ist in Gefahr mit Ihrer Blockadepolitik gegenüber den Abkommen. Wir hätten besser gestern als erst irgendwann in ferner Zukunft die entsprechenden Abkommen geschlossen. Dann hätten wir etwas für die freie Wirtschaft und die freie Welt getan. Das versuchen Sie zu verhindern. Denn es ist naiv zu glauben, dass wir von unseren Standards als gegeben ausgeben könnten und dass es nicht auch Regierungen in der Welt gibt, die auch über Rückentwicklungen nachdenken. Und mit dieser Begründung deshalb Freihandel zu torpedieren, bringt alle diese Grundwerte, die uns einigen, in Gefahr. Daher liegt Armin Laschet gar nicht so verkehrt, wenn er sagt, Zehntausende linke und rechte TTIP-Gegner haben ihren Wunschpräsidenten und mit ihrem Antrag machen sie Werbung für den Protektionismus von Donald Trump. Wir machen das nicht mit. Danke schön, Dr. Herbert Hirte war das für die CDU-CSU-Fraktion und jetzt die letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt, beziehungsweise nein, jetzt gibt es noch von Klaus Ernst eine Kurzintervention.
Ja, Herr Kollege Dr. Hirte, jetzt haben Sie gesagt, wir haben ein Demokratiedefizit. Glauben Sie nicht, dass das Demokratiedefizit und die Zustimmung der Bürger, die ja nicht vorhanden ist, deshalb so sind, wie sie sind, weil man versucht hat, von Anfang an hinter dem Rücken der Menschen solche Abkommen zu verabschieden? Glauben Sie nicht, dass das Demokratiedefizit auch damit zu tun hat, dass man den Eindruck hat, dass verhindert werden sollte, dass überhaupt nationale Parlamente und die Bürger Europas mitreden sollen, dass vielleicht ein Demokratiedefizit darin besteht, dass versucht worden ist, von den Bürgern Europas eine entsprechende Initiative zu starten, eine Bürgerinitiative, die nicht angenommen wurde. Das alles sind Demokratiedefizite. Und ist ein Demokratiedefizit vielleicht auch dadurch entstanden, dass es fast ausschließlich die Opposition war, die dieses Thema hier im Bundestag angesprochen hat. Und dass man den Eindruck hatte, sie regen sich jeweils darüber auf, dass wir das tun, weil sie die Debatte gar nicht wollten. Könnte das vielleicht Ursache für Demokratiedefizit sein? Herr Dr. Hinze, ich bin noch nicht fertig. Ein zweiter Punkt. Sie haben erzählt, wir hätten die Situation, dass das Bundesverfassungsgericht gescheitert, dass wir da gescheitert werden. Herr Dr. Hinze, ja, wir haben den Antrag nicht hingekriegt, was wir wollten, aber Sie haben Auflagen gekriegt. Die Bundesregierung hat Auflagen gekriegt. Zum Beispiel, ich war ja dabei, die erste Auflage, die gestellt worden ist, war, dass alle die Bereiche von der vorläufigen Anwendung ausgenommen werden müssen, die nicht EU-only sind. Das haben Sie überhaupt nicht gemacht. Zweitens, die zweite Auflage, die gestellt wurde, war, dass geklärt wird, und jetzt sind wir bei dem Punkt, den Sie angesprochen haben, dass die Bundesrepublik durch eigene Entscheidung aussteigen kann. Ja, das ist recht und schön, wenn das die Verfassungsrichter aufgrund des nationalen Rechts der Verfassung beurteilen, ist auch ihr Job. Aber die Europäer sehen das nämlich ganz anders, weil die nämlich sagen, es gibt Verträge, europäische Verträge, wie der Ausstieg geklärt wird aus solchen Fragen, nämlich vorläufiger Anwendung. Und da sagen sie, das interessiert uns alles nicht. Ja, dann brauchen wir solche Verträge nicht schließen, die müssen eingehalten werden. Sie werden sehen, da werden wir noch ein Problem kriegen. Und drittens, es gab einen Punkt, der Verfassungsrichter haben gesagt, es muss geklärt werden, dass die Ausschüsse, die es auf EU-Ebene gibt, die offensichtlich auch für die Verfassungsrichter so konstituiert sind, dass es keine Rückkopplung gab auf die nationalen Parlamente und auf die demokratische Ebene, dass das geklärt werden muss. Und ich sage Ihnen, das ist alles nicht geklärt. Warten Sie mal ab, was in der endgültigen Entscheidung der Verfassungsrichter rauskommt. Und vor allen Dingen warten Sie mal ab, was auf EU-Ebene rauskommt. Und warten Sie ab, ob alle Staaten ratifizieren. Vielen Dank, Herr Ernst. Und jetzt hat Herr Dr. Hirte ebenfalls die Möglichkeit einer Kurzinterventionsantwort. So. Also, Herr Ernst, Sie wiederholen natürlich alle die Punkte, die Sie eben schon mal gesagt haben. Was die Frage der einseitigen Kündigungsmöglichkeit angeht, habe ich genau erklärt, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Und für uns ist maßgeblich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn Sie sich ein bisschen mit der Rechtsfrage beschäftigen, die Bundeswirtschaftsministerin ist jetzt zu diesem Punkt leider nicht mehr da, sie würde Ihnen das auch erklären, dann ist die Frage der Reichweite der Integration vom Bundesverfassungsgericht entschieden und nicht von dem Europäischen Gerichtshof. Insofern ist das maßgeblich, was in Karlsruhe entschieden ist. Das, was Sie verbreiten, ist schlicht falsch. Demokratiedefizit. Es ist falsch, dass irgendetwas verheimlicht wurde. Wenn Sie einmal auf die Homepages der Europäischen Kommission gehen, dann werden Sie alle diese Abkommen finden. Sie werden die ganzen Entwürfe gefunden haben. Sie haben alle Stellungnahmen gefunden. Und genauso war es auch bei CETA und genauso war es auch bei TTIP. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, es hat sich niemand dafür interessiert. Jetzt rede ich. Und es hat sich nicht mal der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Europäische Gewerkschaftsbund dafür interessiert. Erst als Sie gemerkt haben, dass Sie mit Amerika und teilweise eben auch, weil es die Blaupause ist mit Kanada, ein Feindbild haben, was ihnen in den Kram passt. Da haben sie angefangen zu wühlen und dann haben sie angefangen, hier in dieser Richtung weiter vorzugehen. Und im Übrigen, Demokratiedefizit, an allen diesen Abkommen sind die Parlamente beteiligt. Es ist nicht anders wie bei Koalitionsvereinbarungen. Ich kann nur sagen, da schaue ich die Kollegin Dröger an. Wir haben in Köln eine Koalitionsvereinbarung, die im Übrigen gut läuft. Die wurde zwischen den Führungen genauso vereinbart, wie ein Abkommen zwischen Regierungen vereinbart wird. Und es wird nachher den Parteitagen und hier wird es nachher den Parlamenten vorgelegt. Suggerieren Sie dem Bürger nicht, es gäbe ein Demokratiedefizit. Wir haben
wir haben kein Demokratiedefizit. Und alles, was wir wollen, und deshalb sitzen wir hier zusammen, geben wir nach oben an die Regierung weiter. Und gerade zum Thema Schiedsverfahren habe ich Vorschläge gemacht. Das Wirtschaftsministerium hat sie aufgegriffen. Das ist die jetzige Entscheidungsgrundlage. Reden Sie den Leuten nichts ein, was unwahr ist. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, das ist ein lebendiges Parlament und die letzte Rednerin in dieser Debatte, Claudia Tausend für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, manchmal hilft ein Blick darauf, zu schauen, wo man herkam, um zu wissen, wo man hin will. Und ich würde Sie jetzt einfach einladen, diesen Weg konzentriert mit mir die letzten 5 Minuten noch mitzugeben. Lassen Sie mich deswegen einen Blick zu werfen auf die Anfangszeit dieser Diskussion, nämlich auf den Winter 2013-2014. Damals wurden die beiden transatlantischen Handelsabkommen TTIP und CETA erstmals in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Und auch hier im Deutschen Bundestag haben wir uns seitdem intensiv und kritisch mit dem Abkommen auseinandergesetzt. Und es ist richtig, es gab auf jeden Fall ein beklagenswertes Demokratie- und Transparenzdefizit. Verhandlungen wurden in der europäischen Handelspolitik bisher hinter verschlossenen Türen geführt. Auch wir als Abgeordnete waren ungenügend eingebunden. Es gab private Schiedsgerichte, bei denen internationale Anwälte, die sonst für Großkonzerne arbeiten, über Milliardenentschädigungen für Unternehmen entscheiden sollten. Es gab schwammige Formulierungen, die nicht sicherstellten, dass Sozial-, Umwelt- oder Arbeitnehmerstandards ausreichend geschützt sind. Und es gab Klauseln, die es ermöglichen könnten, Bereiche der Daseinsvorsorge zu privatisieren. Es gab also sehr wohl Dinge, über die wir uns intensiv auseinandersetzen mussten. Und ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken und der Grünen, keine Partei hat sich so intensiv mit beiden Abkommen, zunächst mit TTIP, das im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand, aber später auch mit CETA auseinandergesetzt, wie die bundesdeutsche Sozialdemokratie. Ich glaube, wir waren die einzige Partei, die 2 Themenparteitage veranstaltet hat, Parteikonvent bei uns, und sich intensiv wirklich gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit den Gewerkschaften, aber eben auch mit der neuen kanadischen sozialliberalen Regierung und mit Cecilia Malmström auseinandergesetzt hat. Und wir haben vieles durchgesetzt. Und Frau Kollegin Höhn, ich hätte eine Synopse im Angebot, eine Synopse unserer Parteikonventsbeschlüsse und der Umsetzungen von Seiten der Europapolitiker. Und gerne könnte ich das ein oder andere zitieren, wenn Sie eine Nachfrage haben. Also Kolleginnen und Kollegen, ich würde Sie bitten, vergleichen Sie ernsthaft die Situation 2013 mit 2017. Wir haben jetzt ein CETA, das zum ersten Mal mit den privaten Schiedsgerichten bricht. ISDS gibt es so nicht mehr. Stattdessen werden wir einen multilateralen Handelsgerichtshof schaffen mit ordentlichen Richtern, Berufungsinstanz und transparenten Verhandlungen. Und das ist ein außerordentlicher Erfolg unseres ehemaligen, mittlerweile Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel, der sich gegen alle Widerstände zusammen mit unseren sozialdemokratischen Amtskollegen und auch der Zivilgesellschaft durchgesetzt hat. Wir haben durchgesetzt, dass die Daseinsvorsorge umfassend geschützt ist. Wir können Unternehmen der öffentlichen Hand Dienstleistungen ohne Einschränkungen wieder rekommunalisieren. Und Kanada hat zugesagt, dass die letzte der 8 ILO-Kernarbeitsnormen 7 sind ratifiziert, demnächst zu ratifizieren. Ich glaube, das sind große Erfolge. Und Kolleginnen und Kollegen, ich würde Sie wirklich bitten, das auch anzuerkennen. Es sind unsere Erfolge, die Erfolge der Zivilgesellschaft, der Nichtregierungsorganisationen, der Verbände, der Gewerkschaften, aber schlussendlich auch Ihre Erfolge. Sie haben den Finger oft in die Wunde gelegt. Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, das ein oder andere oder sogar sehr viel an Kritik aufgegriffen. Und ich glaube, wir haben jetzt ein sehr gutes Abkommen. Übrigens auch ein Modell für weitere Handelsabkommen. Cecilia Malmström hat zugesagt, alle Verhandlungsmandate künftig von Handelsabkommen sofort zu veröffentlichen, sofort in die nationalen Parlamente einzubringen und alle Dokumente ins Netz einzustellen. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg und ich würde Sie bitten, das auch anzuerkennen. Kolleginnen und Kollegen, wir haben daran gearbeitet, der Globalisierung faire Regeln zu geben und die internationale Handelspolitik weiterzuentwickeln. Die handelspolitische Weltordnung war, ich blicke noch mal zurück auf das Jahr 2013, Winter 2013-14, war stabil.
Und wir hätten vielleicht das Endergebnis auch ablehnen müssen, wenn wir diesen Weg, der ein guter war, nicht hätten gehen können. Aber heute, Kolleginnen und Kollegen, ist mehrfach angeklungen, hat sich die bisher als sicher erachtete Grundordnung des Welthandels eklatant geändert. Wir haben es mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun, der China einem Handelskrieg androht, der Unternehmen mit Strafzöllen belegen will, wenn sie nicht in den USA produzieren wollen. Und selbst deutsche Unternehmen wie etwa BMW sind nicht ausgenommen. Donald Trump hat angekündigt, aus der WTO austreten zu wollen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das wäre nämlich das Ende des freien Welthandels. Das wäre die Rückkehr zum Protektionismus und zum Recht des Stärkeren. Das kann doch niemand von uns hier wirklich wollen. Und gerade deshalb muss Europa jetzt in diesen Zeiten handlungsfähig sein. CETA kann ein Impuls für das Welthandelssystem sein, es kann ein Vorbild sein. Und es bietet langfristig die Möglichkeit oder mittelfristig die Möglichkeit für weitere Abkommen, die faire Handelsabkommen sind und die auch anderen den Partnerstaaten nutzen. Kolleginnen und Kollegen, zum Antrag der Linken, wir müssen uns jetzt entscheiden, Herr Kollege Ernst. Wollen wir das protektionistische Modell Trump zulassen? Wollen wir der Handelsmacht China die Führung überlassen oder wollen wir die Globalisierung mit europäischen Werten prägen? Ihr Antrag, da geht es um pure Verzögerung. Wir wissen, ein Rechtsgutachten des Europäischen Gerichtshofs, wie von Ihnen gefordert wird, würde 2-3 Jahre in Anspruch nehmen. Solange wären die parlamentarischen Verhandlungen gestoppt. Der juristische Dienst hat, das war ja auch ein Beitrag von Ihnen, bereits Zusatzabkommen nochmal geprüft und hat festgestellt, sie sind sowohl integraler Bestandteil von CETA wie auch juristisch verbindlich. Insofern glaube ich, ist hier tatsächlich nicht nötig, hier ein weiteres Rechtsgutachten einzufordern. Ich komme zum Schluss. Ja, bitte. Lassen wir bitte die politische Verantwortung hier in den Parlamenten, schieben wir sie nicht auf den EuGH ab, schieben wir sie nicht auf Gutachten ab und lassen Sie uns in diesen Zeiten für eine fortschrittliche Handelspolitik streiten. Ich danke fürs Zuhören. Claudia Tausend war das für die SPD-Fraktion. Die letzte Rednerin hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Grundlage dieses Tagesordnungspunktes war der von der Abgeordneten Tausend eben nochmal aufgegriffene Antrag der Linksfraktion. Die Linke fordert die Bundesregierung darin auf, zu verhindern, dass das CETA-Abkommen vorläufig angewendet werden kann und hat das ja hier in der Debatte auch begründet. CETA kann ja, wenn es im Februar dann im Europäischen Parlament abgestimmt wird, zumindest vorläufig in Teilen in Kraft treten. Der dann eigentlich noch folgende Ratifizierungsprozess in den nationalen Parlamenten, der wird sich allerdings noch über Jahre hinziehen. Der Bundestag wird sich also mutmaßlich damit erst nach der Bundestagswahl wieder beschäftigen.